Alexandra Stibane hat vor kurzem einen Bioladen in Rosenheim eröffnet, verpackungs- und plastikfrei. Da ist sie natürlich auch umweltbewusst beim Autofahren. Die Familienkutsche fährt seit 8 Jahren mit Erdgas. Alexandra Stibane ist sehr zufrieden damit. Bei jeder Tankfüllung spart sie gegenüber einem Benziner mehr als ein Drittel Kosten ein, was aber für sie nicht das Hauptargument ist. Es war wirklich der Umweltgedanke. Es ist für uns die umweltfreundlichste Alternative zu Benzin oder Diesel. In München konnte man oder kann man immer noch 100% Biotreibstoff tanken aus Abfällen. Und das war natürlich erstmal der Hauptgedanke. In Rosenheim gibt es genau eine Tankstelle mit Erdgas. Offizielle Abkürzung CNG, Compressed Natural Gas. Der zweite Tankstutzen ist für super. 150 Kilometer kann sie auch damit fahren. Aber die Erdgasversorgung Rosenheims droht zu versiegen. Die Stadtwerke wollen die Tankstelle schließen. Ich war schockiert, muss ich sagen, weil es gibt sonst keine Möglichkeit, hier zu tanken in der näheren Umgebung. Und für meine Familie und für mich ist es eigentlich die einzige Alternative. Die örtliche Busgesellschaft schafft ihre Erdgasbusse ab. Deswegen fehlt die Nachfrage, heißt es. Dabei gibt es in Rosenheim den einzigen auf Erdgasautos spezialisierten Händler weit und breit, Xaver Neist. Weil er die Autos meist übers Internet verkauft, stehen sie nicht hinter Glas, sondern in der Tiefgarage. Zuletzt ging das Geschäft schleppend. Es ist schon richtig so, dass es in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist. Das kam aber eigentlich auch hauptsächlich daher, weil in der Öffentlichkeit immer mehr das Elektroauto thematisiert worden ist und eigentlich keiner mehr über Erdgas gesprochen hat. Im Gegensatz zu Elektroautos haben die Gasfahrzeuge kein Problem mit der Reichweite. Und im Gegensatz zum Diesel stoßen sie kaum Stickoxid aus. Eigentlich müssten sie jetzt, wo der Diesel in Verruf geraten ist, gefragt sein. Die rennen mir nicht gleich die Bude ein, natürlich. Das ist alles ein langsamer Prozess, aber es ist definitiv so. So viele unterschiedliche Treibstoffe im Angebot, da ist das Erdgas zuletzt ein wenig untergegangen. Alexandra Stibane aber schwört weiter darauf und hofft, dass es ihr noch viele gleich tun.